Seid ihr nicht schnell in der Verwandlung? Bau nach A5. Also lässt da schon einige Chancen liegen, Ernest Paris. Das Tragische ist, dass die parisische Stellung immer noch überlegen ist. Trotzdem, das sehr, sehr schwache schwarze Spiel in den letzten Zügen lässt mich wieder hoffen. Von Norderaue, Norderaue hier seit Jahr und Tag einer der aktivsten in der ganzen Chaise Vingt-Quatre, wie der Franzose sagt, Community, muss hier jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen. Auch hier lasst euch nicht täuschen von den 1474. Das ist die neue Playzone, wo die Zahlen noch nicht so etabliert sind. Ist Norderaue da? Norderaue, sind Sie am Start? Norderaue gegen Ernest Paris. Norderaue, bitte melden. Da, Norderaue, wir hatten uns Sorgen gemacht, ob Norderaue vielleicht nicht am Start wäre, aber da kommt der Zug. Und jetzt dieselbe Frage, Ernest Paris. Sind Sie da? Sind Sie da, Norderaue? War noch beim Doping-Test, wird gesagt. Das ist gut möglich. Und auch für Ernest wird es jetzt ernst. Denn ich weiß nicht, wie viel Geduld wir hier haben, wie viel Kulanzzeit hier eingedacht ist, aber Ernest Paris. Verlasst euch hier nicht auf allzu vielen guten Willen, wenn hier nicht angetreten wird. Ernest. Die Zeit läuft. Wir haben noch keine Zeit. Was ist da los? Erstmal Beschwerde. Raus an die französische Mannschaft. Ernest Paris. Eieiei, Ernest. Da erstmal uns Norderaue hier so eine Angst. Und dann zeigt sich, dass es Ernest. Ernest ist, der es hier nicht ernst nimmt. Naja, Zeit verzögern. Können Sie das, wissen wir? Vielleicht windet sich Ernest hier auch noch. Jetzt, um das zweieinhalb Uhr Zeit zu bringen, rollt er sich noch 17 Mal da in Schmerzen. Wie könnte ich den ganzen Tag warten, Ernest? So, wo ist der Schiedsrichter? Wo ist der Schiedsrichter in solchen Situationen? Schiri. Auch keine Antwort hier im Chat. Also aus dem französischen Lager. Und da kommt ein Zug Bauer nach C5. Ich weiß es nicht, ob da jetzt nicht vielleicht hektisch umdisponiert wurde. Ernest aus dem Bett telefoniert. Norderaue natürlich auch geschockt, dass die Partie überhaupt losgeht. Norderaue, du kannst doch nicht E4 spielen und dann nach C5 nicht da sein. Da ist Norderaue. Zeit, dass wir uns beruhigen. Die Spieler sind am Brett. Und die Partie läuft. Man kann natürlich darüber streiten, wie fair es gespielt ist von Ernest Paris, hier den Gegner 3 Minuten warten zu lassen. Aber haben wir wirklich mit Fairplay der gegnerischen Mannschaft gerechnet? Auf solche Mätzchen musste man leider. Ich sage ganz bewusst, leider musste man leider vorbereitet sein. Es sind keine schönen Bilder. Ich weiß auch nicht, ob das im modernen Schach im Jahre 2021 noch was verloren hat. Aber jeder, wie er meint. Auf nach G5, Springer nach BD7. Es wird eine Neidorf-Struktur gespielt. Auf nach G5.
Vielleicht nicht der gemeinste Allzüge, so schwer nachgefunden, hätte mich eher angelacht. Aber Nordaue wird wissen, was hier Phase ist. Turm nach E1. Möchte vielleicht den offenen F einstellen. Bau nach H3 spielen. Und die sogenannte leguanische Warteposition einnehmen. Bau nach A4 vielleicht nochmal, um B5 zu verhindern. Dreimal nach D2. Ein Zug aus der Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Kategorie. Leistet nicht so viel für die weiße Steuerung. Bau nach B5 und Schwarz schon mit gewissem Druck hier. Bau nach B4 liegt in der Luft. Norderaue spielt A3, reagiert auf die Geschehnisse. Heieiei, Turm nach C8. Norderaue muss den Turm zentrieren. Wahrscheinlich immer noch psychologisch angeschlagen. Und wer kann es Norderaue verübeln? Nachdem hier mit den Gefühlen gespielt wurde, er 3 Minuten warten musste, ob sein Gegner überhaupt antritt. Das ist ja klar, dass man dann nicht von 0 auf 100 schalten kann, sondern jetzt erstmal sich reinfinden muss in diese Partie. Ich denke, da können wir uns alle in Norderaue reinversetzen, der hier langsam und schlecht spielt, unter dem Eindruck der gegnerischen Verwirrungstaktik. Aber jetzt scheint er sich langsam zu finden, spielt hier Läufer nach F1, um den Turm zu aktivieren und sagt, okay, lasset die Spiele beginnen. Nochmal der Hinweis, lasst euch hier nicht von den neuen Playzone-Elo-Zahlen fehlleiten. Bei mir hier ist notiert, Ernest Paris 2021, Norderaue 2051. Also, die wissen beide, wo das Tor steht. Aber sie waren natürlich auch noch nie in einer derartigen Drucksituation. Turm FD8. Norderaue spielt langsam. Die Zeit läuft. Ja, es ist schwer mit anzusehen. Sucht hier nach einem Plan, aber es gibt keinen naheliegenden Plan. Bau nach H3 gespielt. Das wollten wir sehen. Wir wollten es vielleicht noch schneller sehen. Aber damit kann man arbeiten. Sprenger nach B6. Norderaue muss sich jetzt finden. Sprenger nach H4. Sprenger nach H2. Irgendwas. Läufer steht F6. Bisher gefällt mir das nicht. Schwarz spielt nur Schema F und kriegt damit eine gute Stellung. Das war... Ja. Da hat Norderaue sich beeindrucken lassen. Läufer steht F6. Läufer steht F6. Langsam, langsam, langsam wird er gespielt von Norderaue. Ich weiß nicht. Also wenn diese Partie verloren geht, ob man da vielleicht nicht auch mal mit der UEFA Fairplay-Kommission reden muss. Ob sowas hier hingehört. Den Gegner einfach 4 Minuten warten zu lassen. Und dann auch überraschend stark zu spielen. Man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht. Wurde da vielleicht nochmal ausgewechselt hier bei Frankreich? Wurde Ernest Paris vielleicht zu Ernest Marseille? Sind da die IP-Adressen überprüft worden? Hatte es alles seine Richtigkeit? Ich möchte natürlich hier absolut nichts unterstellen. Aber wissen tue ich es auch nicht. Dame nach E1. Es ist traurig, wie Norderaue hier an die Wand gespielt wird. Mit einfachsten Mitteln. Aber noch ist keine Habemus-Dropsus-Situation. Turm D3, was ist das denn? Nicht in die Gabel rein. Sprengschlicht B2 kommt doch. Sofort Sprenger nach D5. Eieiei. Kein Vorwurf hier an Norderaue. Es ist natürlich alles Ernest Paris. Taktieren. Was ihn in diese Situation gebracht hat. Jetzt Turm nach C3. Ah, werde ich doch ein bisschen Norderaue. Sprenger nach H4. Da muss man auch mal Material gerade sein lassen und rauf auf den Opa. Sprech schlicht D3, vielleicht sogar Dame schlicht. Aber auch der griechische Turmschwenk kommt durchaus in Frage. Ja, Dame schlicht wäre besser gewesen gleich. Dame schlicht C2. Ich sehe nicht genug Angriff. Trotzdem, die Figuren sind aktiv. Und manchmal reicht ja ein bisschen Aktivität schon. Versucht den Hooklift. Da
Damit schlägt E4 ist leider ein Problem. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen, Norderaue? Es war schwer. Es war mental schwer. Da nochmal zurückzukommen. Hier, damit schlägt D3 wäre besser gewesen. Um dann den Queen vielleicht zu machen. Jetzt läuft die Zeit runter. Springer F3 bläst auch die Angriffszelte hier ab. Bricht die Angriffszelte ab. Turm G3, Turm G4, vielleicht die letzte Chance. Und jetzt braucht Norderauer ein Wunder hier gegen Ernest Paris. Damit G6, schwacher Zug. Aber die schwarze Stange ist jetzt hoch überlegen. Trotzdem, Springer F4, Turm G3. Noch. Noch geben wir die Hoffnung nicht auf. Wir denken da an Matrix, der auch aus strategisch gefährdeter Situation noch einen gefährlichen Angriff aus dem Nichts gestampft hat. Vielleicht tut Norderau es ihm gleich. Turm schlägt D6. Versucht hier Linien zu öffnen gegen den König. Aber Ernest Paris spielt der starke Dame F5. Danach D2. Bauer auf C2 ist eben trotzdem angegriffen. Es wird schwer. Dame D8. König nach G7. Dame nach A5. Sieht nicht aus wie der Hauptschauplatz. Aber gut. Guter Rat. Ist teuer. Norderaue. Versucht jetzt hier am Ball zu bleiben. Aber die Stellung ist schwer. Bauer nach E4. Dame nach C4. Sucht den Damentausch. Dame F4 Schach. Das wäre es auch. Dame nach C7 ist stark genug, um Bauer nach E4 Schach zu spielen. Beide Seiten hier nicht schnell in der Verwandlung. Bauer nach A5. Also lässt da schon einige Chancen liegen, Ernest Paris. Das Tragische ist, dass die parisische Stellung immer noch überlegen ist. Trotzdem, das sehr, sehr schwache schwarze Spiel in den letzten Zügen lässt mich wieder hoffen, dass Ernest Paris jetzt auch ein bisschen hier die Pumpe geht. Dame nach D3, Dame G3 Schach. Springer schlägt F6. Gibt es da nochmal Milch? Gibt es da parisische Milch? Springer nach D7. Wir wollen natürlich nicht die Damen tauschen. Okay, E7. Dame nach F3. Und findet Norderaue das hier jetzt auf den letzten Metern? Dame H4 verabschiedet sich von dem Springer. Der Springer wird nicht geschlagen. Hei, hei, hei. Springer B7. Also beide, man merkt auf beiden Seiten natürlich die Anspannung. Dame schlägt H7. Und leider wird hier mit Zeitgutschrift gespielt. Das heißt, hier wird nichts mehr zu holen sein. Bitter für Norderaue. Starkes Comeback. Aber es hat dann nicht sollen sein. Und jetzt wird es schwer. Die Franzosen gehen in Führung. Wir wissen, sie sind nominell in einigen der letzten Partien doch überlegen.